Silke. Hi. Gehört der Typ da zu dir? Der Investor ist gerade abgesprungen, wenn du es genau wissen willst. Das kann doch mal passieren. Mach mir doch nichts vor. Das ist doch dein Werk, oder? Ich muss weiter. Hast du dafür gesorgt, dass dieser Investor deinen Vater sitzen lässt? Wie kommst du darauf? Ja, bis vor einer halben Stunde waren sich die beiden noch einig. Ach, und jetzt bin ich schuld? Wie hätte ich das bitte anstellen sollen, hä? Huh? Dafür braucht mich mein Vater wirklich nicht. Der hat bisher jedes Geschäft in Sand gesetzt. Ganz allein. Nichts erreicht? Nur, dass meine Partner auf St. Lucia auch aus allen Wolken gefallen sind. Hey, was ist los? Schon wieder Streit? Ja, aber diesmal lag es eindeutig an mir. Genau, Silke Voss. Leonard? Sie könnte auch unter dem Namen Silke von Lahnstein bei Ihnen eingebucht sein. Auch nicht. Trotzdem vielen Dank. Tschüss. Ich habe Sie gesehen. Wen, Silke? Ja, eben in der Stadt. Gott sei Dank. Wie geht's ihr? Was hat sie gesagt? Ja, sie war zu weit weg und bevor ich sie einholen konnte, ist sie zu Johannes ins Auto gestiegen. Bist du dir sicher? Ja. Also, zumindest fast. Ja, wie denn jetzt? Naja, Silke habe ich nur von hinten gesehen, aber es war auf jeden Fall Johannes' Auto. Das kann ja kein Zufall sein. Was will sie denn mit Vater? Vielleicht hat er ihr seine Hilfe angeboten. Klar, schon möglich. Du musst auf jeden Fall mal mit ihm reden. Er weiß vielleicht, wie ernst sie es wirklich meint. Ja, wahrscheinlich haben wir uns völlig umsonst Sorgen gemacht. Schon, aber er wird nicht gerade begeistert sein, wenn ich schon wieder bei ihm auftauche. Soll ich mit ihm reden? Nein, ich denke, das macht für ihn die ganze Sache nur noch schlimmer. Ich fahre heute Abend zu ihm raus. Ich werde schon sehnsüchtig erwartet. Na dann, einen schönen Abend noch. Leider nur von meinem Computer. Das Referat für die Uni. Also sei froh, dass du neben dem Kellner nicht auch noch studierst. Ciao. Ciao. Machst du mir bitte einen Sekt auf Eis? Ja, sofort. Für dich auch einen, wenn du möchtest. Eher nicht. Bist du mir böse? Hast du wegen mir neulich Ärger mit deinem Freund bekommen? Andi? Der hat nichts gemerkt. Ein Glück. Und was willst du hier? Gehst mir nicht mehr aus dem Kopf. Ehrlich, meine Geschäftspartner haben sich am nächsten Tag auch alle nach meiner charmanten Begleitung erkundigt. Du hast Eindruck gemacht. Aber jetzt muss ich arbeiten. Weiß hier niemand von deinem Nebenjob? Bin auch gleich wieder weg. Aber vorher möchte ich dir noch einen Vorschlag machen. Ich plane mit ein paar Geschäftsfreunden eine Reihentour auf meiner Yacht, eine Woche lang. Du möchtest, dass ich dich begleite? Würde mich sehr freuen. Die anderen bringen auch alle jemanden mit. Wir gönnen dir ein paar Tage bezahlten Urlaub. Sagen wir 5000 Euro? Nein, bestimmt nicht.
als du dir es noch anders überlegst. Anruf genügt. Ich könnte schwören, das war... Was denn? Da. Ist auch egal. Ja, für eins am Hotelzimmer ist es noch eindeutig zu früh. Also gut. Läuft gut, dein Club, oder? Ja, aber ich bin auch nur Mitbetreiber. Oh, immerhin. Ist total angesagt, der Laden. Sag mal, was magst du trinken? Magst du vielleicht einen Caribbean Daydream? Hm? Wenn es den gibt. Ja, wenn nicht, dann erfindet den Felix für dich. Ist denn dein Hotelprojekt denn jetzt gestorben? Gestorben nicht, aber auf Intensivstation. Ich bin mir sicher, dass du den Patienten wieder auf die Beine bringst. Bei der Investorensuche muss ich allerdings wieder bei Null anfangen. Weißt du, dieses Hotel, das ist eine richtig große Sache. Ich hatte noch nie so was Sicheres an der Angel. Ja, aber warum ist dann dieser Hack abgesprungen? Ich weiß es auch nicht. Irgendjemand hat schlecht über mich geredet. Dafür wird es Gründe geben. Also ich würde mir das nicht bieten lassen. Zumindest würde ich diesen Hack noch mal zur Rede stellen. Was soll das bringen? Weiß ich auch nicht. Entschuldigt mich einen Moment, ja? Bist du mir noch böse? Das war echt doof von mir. Ich meine, warum solltest du absichtlich die Tour deines Vaters vermasseln? Schon gut. Ich weiß doch, dass du nicht so gemein wärst. Sonst wäre ich ja nicht mit dir zusammen. Guten Abend, Herr Graf. Hallo, Frau Kepler. Ist mein Vater zu Hause? Ich bedauere. Er hat mich ausdrücklich angewiesen, Sie nicht mehr auf Schloss Königsbrunn zu empfangen. Ich verstehe. Ich müsste aber trotzdem kurz mit ihm sprechen. Es tut mir leid. Aber das muss es doch gar nicht, Frau Kepler. Leonard weiß doch selbst, dass sie auf dem Schloss nicht mehr willkommen ist. Es geht um Silke. Ist sie noch mal hier gewesen? Frau Kepler, vielen Dank. Du machst dir also Sorgen um deine Frau? Reichlich spät, mein Lieber. Ansgar, bitte, gib mir nur eine Minute. Diese Dreistigkeit ist wirklich bewundernswert. Du willst den alten Herrn also mit deinen Problemen belästigen, ja? Jetzt, wo er gerade versucht, sein Lieblingssöhnchen zu vergessen. Schon gut, Ansgar. Also, was hast du hier zu suchen? Cecile will mich mit Silke in der Stadt gesehen haben? Ja, als sie in deinen Wagen gestiegen ist. Ah ja, interessant. Bei deinem Auto ist Cecile sich sicher. Sie hat dein Kennzeichen erkannt. Es kommt vor, dass ich mit dem Auto in die Stadt fahre. Und heute Nachmittag? Habe ich mich dort mit einer Kundin getroffen. Blonde Haare hatte sie auch. Ja, dann hat Cecile sich wohl ganz offensichtlich geirrt. Auch das kommt vor. Tröstlich, dass ich nicht der Einzige bin, der in letzter Zeit unter Halluzinationen leidet. Ich sehe mindestens 5-mal am Tag Cecile vor mir. Hast du denn... Ich meine, hast du irgendwas von Silke gehört? Heute oder in den letzten Tagen? Nein. Aber allmählich beginne ich mir ernsthaft Sorgen, um sie zu machen. Wenn sie sich doch noch bei dir melden sollte... Wirst du der Letzte sein, der davon erfährt. War's das? Vanessa in Hamburg. Tränkt sie sich jetzt in der Elbe, nachdem es im Rhein nicht geklappt hat? Ich habe mich schon gewundert, warum sie die letzten Tage überhaupt nicht genervt hat. Dafür ist jetzt zur Abwechslung mal wieder unsere arme Lars dran. Naja, vielleicht ist es ganz gut, dass sie nach dieser Geschichte mal ein bisschen Abstand gewinnt. Sie nimmt an einem Modelcasting teil. Ach was, unser Luxus-Vibe auf dem Laufsteg. Na dann drücke ich ihr doch mal ganz fest beide Däumchen. Oh, plötzlich so großmütig? Klar, wenn sie genommen wird, ist sie weg. Mailand oder in Paris, Hauptsache weit weg. Ja, und Modezeitschriften liest du ja auch nicht. Hallo, Luca. Oh, hallo? Oh, irgendwie ist der Empfang super schlecht. Schon komisch. Bei manchen Leuten kriegt man nur durch Zufall mit, was sie so gerade treiben. Meinst du Vanessa? Haben Frauen nicht alle irgendwelche Geheimnisse? Der Typ vorhin, als Nico und ich reingekommen sind, das war doch der gleiche Kerl mit den Rosen neulich vom Kino, nicht wahr?
Ja, der hat rausgefunden, dass ich hier arbeite. Hast du Probleme? Der findet mich nur nett. Das tun doch im Moment eine ganze Menge Typen. Wie zum Beispiel Luca, der auch mit Vorliebe meiner Freundin hinterher telefoniert. Ist das schon wieder eifersüchtig? Und wie? Oben ist der Kaffee fertig. Ich bin auch so schon wach. Was will der denn schon wieder? Na, mach schon auf. Warum hast du das gemacht? Was ist denn los? Ich habe Huck nochmal auf dem Handy erreicht. Ich lobe dich vor ihm über den grünen Klee. Ich erzähle positive Geschichten über meinen Sohn, den Architekten. Und ausgerechnet du steckst ihm, dass ich unzuverlässig bin. Was kann ich denn dafür, wenn du mit mir angibst, ne? Huck hat sich von dem Projekt verabschiedet. Weißt du, was das heißt? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Du bist sauer auf mich, geschenkt. Aber meine Arbeit heimlich torpedieren, warum? Ich hab einfach nur die Wahrheit gesagt. Der Typ hat überhaupt gar keine Ahnung, auf wen er sich da einlässt. Oh, morgen. Morgen. Ich hasse Krimis. Man kann nicht aufhören zu lesen, bis man die Lösung hat. Du kannst lesen? Probier's mal hier mit. Na, das nenne ich Service. Wie? Musst du zur Arbeit oder zu einer geheimnisvollen Mission? Andi? Kannst mich doch nicht einfach so alleine lassen. Ich habe die halbe Nacht einen Mörder gejagt. Ich stelle auch keine aufdringlichen Fragen mehr. Versprochen? Hoch und heilig. Wie wär's mit einem Kurzurlaub? Das wäre schön, aber ich habe weder Zeit noch Geld. Ich lade dich ein. Na komm. So, bitteschön. Ist zwar keine Hotelanlage mit riesengroßem Strand, aber Hauptsache relaxen. Spinner. Und wir müssen nicht 500 Stunden im Auto sitzen. Eben. So. Und jetzt machen wir uns breit, bevor alle guten Plätze belegt sind. Wir sind doch ein gutes Team. Ich hatte gehofft, wir könnten noch mal von vorn anfangen. Ich hatte gehofft, wir könnten all das vergessen. Ja, das ist natürlich das Bequemste, nach allem, was du verbockt hast. Warum glaubst du, ziehe ich diese Riesensache mit dem Hotel durch? Ich mach das auch für euch. Ach, für uns? Das geht uns im Arsch vorbei. Auf noch so ein Pleiteprojekt können wir verzichten, genauso wie auf dich. Und deshalb kannst du ihm doch nicht alles kaputt machen. Keine Sorge, das hat er selbst geschafft. Bist du gestern nur auf den Empfang gekommen, um ihn eins reinzuwürgen? Nein. Ich hab diesen Huck zufällig getroffen. Ja, hätte ich den anlügen sollen. Ach, aber mich zu belügen, das hat dir nichts ausgemacht, ja? Warum hast du dich nicht einfach aus der Sache rausgehalten? Das sagt genau die Richtige. Du mischst dich doch in alles ein. Weißt du, das ist eine Sache zwischen Achim und mir. Dich geht das überhaupt nichts an. Wenn es gar nicht Silke war, die du gestern gesehen hast? Ach, das muss Silke gewesen sein. Ich hab's ja schon erkannt, bevor sie zu Johannes ins Auto gestiegen ist. Ja, aber warum sollte er Leonard anlügen? Leonard und ich haben ihn sehr verletzt. Und Silke, die würde auch einiges tun, damit Leonard nicht mit mir glücklich wird. Ach, du meinst, die beiden... halten zusammen. Gegen uns. Das würde überhaupt nicht zu Johannes passen. Hallo. Morgen. Morgen.
Bin ich zu spät? Nein. Ich war heute Morgen so müde, dass ich nicht mal den Wecker gehört habe. Hört sich nach einer aufregenden Nacht an. Die wollte ich eigentlich vom Computer verbringen. Aber dann kam doch noch mein Freund vorbei. Kommst du noch auf den Kaffee mit hoch? Nein, nein, genießt ihr zwei Turteltäubchen mal den Morgen für euch. Dann bis später. Ist das nicht ein echt geiles Motorradwetter? Wenn das so bleibt, leih ich mir am Wochenende eine Maschine und mach mit Luca eine Motorradtour. Hast du keinen Bock mitzukommen? Lieber nicht. Ach, hab ich ja ganz vergessen. Du bist ja ständig so beschäftigt. Womit auch immer. Ja, genau. Nur noch fürs Kino hast du Zeit. Aber dass du dir mal freiwillig so schräge Filme wie neulich ansiehst, das hätte ich höchstens Felix zugetraut. Du warst doch im gleichen Film. Das ist richtig. Aber nur für mein Seminar. Ich fand's übrigens total nett, mal wieder mit dir Apfelschorle und Eiskonfekt zu teilen. Ich auch. Aber dass Experimentalfilme jetzt dein neues Hobby sein soll, das kaufe ich dir nicht ab. Andi, das war jetzt das 44. Mal in der letzten Viertelstunde. Du hast mir was versprochen. Ich habe dir nicht eine einzige Frage gestellt. Stimmt, gefragt hast du nicht. Lässt mir aber auch keine Chance. Okay. Dann erzähl mir doch einfach etwas, was ich wissen darf. Dann komme ich vielleicht nicht in Versuchung. Das wird aber bestimmt nicht so spannend wie dein Krimi letzte Nacht. Ach, das macht nichts. Ich höre dir trotzdem gern zu. Ich dachte auch eigentlich, wir frühstücken im Bett. Also, was das angeht, bin ich ziemlich flexibel. Immerhin geht's dir besser als gestern. Und die Sache mit Silke. Davon möchte ich heute nichts hören, okay? Der Vormittag gehört nur uns beiden allein. Wissen das auch unsere Mitbewohner? Die sind schon gegangen. Ich will trotzdem lieber auf mein Zimmer. Um zu frühstücken? Und du hast wahrscheinlich nicht mal die leiseste Ahnung, was du deinem Vater da vielleicht zerschossen hast, ja? Ja, Mann, du musst echt verdammt sauer auf ihn sein. Kannst du das nicht verstehen? Okay, 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 vielleicht war es mies. Ja, aber es war es wert, deine Freundin anzulügen. Mann, Coco hat das nicht verdient. Schon gar nicht nach dieser Sache, die wir damals da mit dir abgezogen haben. Ich sag nur, Kevin. Du kannst einem mit deiner Neugier ganz schön auf die Nerven gehen. Obwohl, du meinst es ja nicht böse. Andi? Trotzdem werde ich dir mein kleines Geheimnis nicht verraten. Das würde dir auch bestimmt nicht gefallen. Du hast mir so wehgetan damals. Ich habe mich auch ganz schön verändert seitdem. Früher hätte ich mich nie von irgendwelchen Typen anmachen lassen, in die ich nicht verliebt bin. Oder für Geld mit ihnen geschlafen. Hast du gerade irgendwas gesagt? Ich? Nein. Sorry, ich glaube, dein Kaffee, der war nicht so ganz. Schade. Hättest du das Robin zugetraut? Pippa ist ein guter Tröster, oder? Heute nicht gut genug. Ich habe mich benommen wie ein Vollidiot. Und es tut mir leid, ehrlich. Weißt du, mein Vater hat mir schon so viel kaputt gemacht und
Ich will einfach nicht, dass er jetzt auch noch zwischen uns steht. Dafür hast du selbst gesorgt. Ja, ich weiß, es war nicht fair, dass ich sein Geschäft vermasselt habe. Es war erst recht nicht fair, dich anzulügen. Du hast mir versprochen, dass sowas nie wieder vorkommt. Das wird's auch nicht. Ganz ehrlich. Ich will doch nur einen Freund, dem ich vertrauen kann. Den hast du auch. Guten Morgen. 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 Ist der Kaffee noch warm? Jein, wir haben ihn ein bisschen mit Eiscreme aufgepäppelt. An euren Brötchenberg haben wir uns auch noch nicht rangetraut. Ja, Cecile und ich, wir hatten heute Morgen die ein oder andere kleine Abstimmungsschwierigkeit. Wir sind uns einfach zu ähnlich. Ja, ja, es gibt schlechtere Gründe, sich zu verlieben, wie? Und, was Interessantes? Nee, nicht wirklich. Die Tote aus dem Stadtwald ist circa 30 Jahre alt, 1,65 Meter groß und blond. Nicht schon wieder. Aber es könnte doch Silke sein. Das glaube ich aber nicht. Ich habe noch mal über dein Angebot nachgedacht. Du begleitest mich auf der Rheintour? Ja, aber nur, wenn du 1000 Euro drauflegst. Du bist ganz schön geschäftstüchtig. Ich freue mich trotzdem. Und ich bin dankbar, hier mal ein paar Tage rauszukommen. In 2 Stunden am Yachthafen? Okay, ich beeil mich. Wie? Bist du jetzt doch in Urlaubsstimmung? Ach was, ich treffe mich nur mit Vanessa in Hamburg. Ausgerechnet mit der? Manchmal hat sie auch ihre guten Seiten. Vanessa. Das kaufe ich dir nicht ab. Ja, ich muss sowieso noch raus zum Flugplatz. Ja, und ich habe auch noch was zu tun. Verstehst du denn nicht? Es geht hier nicht nur um Silke. Es geht auch um uns. Aber sie hat sich möglicherweise umgebracht. Das hat sie doch nur angedroht, um uns auseinanderzubringen. Mach so weiter und sie schafft es auch. Sag mal, warum bist du dir eigentlich so verdammt sicher, dass Silke nichts passiert ist? Weil ich sie gesehen habe. Du hast dich geirrt. Johannes hat selbst gesagt, er hat sich mit jemand anderem getroffen. Das Handy macht mich wahnsinnig. Von Landstein? Ja, ich bin ihr Ehemann. Selbstverständlich weiß ich, wo das ist. Bis gleich. Es war die Polizei. Ich soll in die Gerichtsmedizin kommen, um eine Leiche zu identifizieren.